Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Part von Hearthstone. Diesmal in, was, welche Runde ist das? Runde 6 ist das. Genau. Gucken wir mal, was uns hier als Gegner erwartet. Und wie der wir diesmal einen auf den Sack kriegen. Wobei, die letzten zwei Duelle, die waren ja ganz erfolgreich. Und ich bin gespannt. Lieber wäre es mir natürlich gewesen, wenn wir noch keins verloren hätten. Da haben wir direkt wieder einen Priester. Ja, da habe ich jetzt schon die Hoffnung verloren, dass wir das Duell gewinnen. Die sind ja so overpowered, die Priester, mit ihrem ganzen Kartenklauen. Na gut, die Starthand ist okay, aber was bringt uns das? Dann bringt uns nichts. Hallo. Ja, damit wir erstmal irgendwas auf dem Feld haben, was er gleich direkt weghauen kann. Mit Schattenwort Schmerz. Schattenwort Schmerz? Gib's mir. Oh, doch nicht. Okay. Okay. Das bringt uns nix. Das bringt uns nix. Aber wir könnten ihn spielen. Ja, machen wir mal. Spielen wir ihn, hauen ihn einen in die Fresse. War im Grunde unnütz, weil er heilt sich ja eh wieder um zwei. Ja. Oh, er heilt sein Monster nicht, das ist interessant. Das ist sehr interessant. So, was haben wir da? Hauen wir ihn erstmal weg. Hauen ihn eine rein. Und dann können wir in der nächsten Runde immer noch keinen Tank spielen. Oh, das ist ja grausam. Aber er will auch nicht sein... er will sich auch nicht heilen, so wie es ausschaut. Das bringt mir nichts, das bringt mir nichts, das bringt mir nichts. Hauen wir ihn weg. Spielen nochmal unseren Kobold. In der nächsten Runde können wir wenigstens mal Tank stellen. Das ist schon mal ganz okay. Allerdings sind die Tanks entweder zu stark oder zu schwach. Was hält die Zukunft bereit? Ah, jetzt heilt er sich ja doch mal. Okay. So, oh schön, eine Spiegelgestalt. Eine Spiegelgestalt, aber erstmal einen Tank reinsetzen. Damit er unser Leben in Ruhe lässt. Er kann mit beiden nichts gegen uns ausrichten. Es sei denn, er hat ein Schattenwort Schmerz auf der Hand, dann ist der Tank weg. Wenn mein Viech überlebt, dann werde ich auf jeden Fall die Eule benutzen. Um seinen Windfury wegzubekommen. Also seine Windzorn. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Da hat er seinen Windzorn auch so weggekriegt. Von mich aus. Da wäre es ratsam. Der wird mich, wenn ich ihn setze, mit seinem Sechser angreifen. Hat dann noch ein Leben. Wegpinken kann ich ihn nicht, weil er den dann heilen wird. Der andere kann mich direkt angreifen. Aber mir bleibt gerade nichts anderes übrig. Oder ich spiele zwei Zauber. Was soll ich tun? Tank oder Zauber? Tank oder Zauber? Tank oder Zauber? Wir spielen den Tank. Die zwei Zauber spielen wir gleich. Also die zwei Geheimnisse. Und, ist meine Voraussage richtig? Oder stellt er sich dumm an und spielt erst noch ein Monster, was ihm dann nicht mehr heilen? Oh, Schloch. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn.
So, 4, 5, 6, das bringt mich nicht weiter. Das bringt mich auch nicht weiter. Irgendwie bringt mich das alles nicht so weiter, wie ich das gerne hätte. 4, 5, 6, 7, die 2 kann ich spielen. Machen wir es so. Spielen wir die beiden. Der Windfury-Mann wird jetzt definitiv umgeklöppelt. Denke ich mal. Also so würde ich es machen. Weil ich keinen Bock habe, dass der bei irgendwie... Wobei ein Magier, der kann jetzt nicht wirklich über irgendwelche welche Buffs draufhauen, um den stärker zu machen. Außer mit anderen Monsterkarten, die Viecher buffen. Gut, er könnte natürlich auch meine violette Ausbilderin mit dem 6-6er angreifen. Allerdings kann er dann meinen Windfury-Typen nicht loswerden. Erstmal Gedankenraub, zwei Karten von mir klauen, wie es normal für die Priester ist. So, gucken wir mal, da wächst was Schönes nach. Oh, er macht es tatsächlich so. Ja, dann entscheide dich doch mal schnell, Kollege. Kollege, Kollege, Kollege. Schade. Schade. Schade, da hat er doch noch genug gehabt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir gucken. Wir werden auf jeden Fall ihn schärfen. Das führt gar keinen Weg dran vorbei. Da führt gar keinen Weg dran vorbei. Dann würde ich sagen... Ich habe zwei Möglichkeiten. Eule spielen... ihn stumm machen, dass der keinen neuen ruft. Ich muss auf jeden Fall, ja, mache ich. So mache ich das. So. Spielen wir ihn. Ihn weg. Ihn weg. Und Zug beenden. War eine tolle Aktion, allerdings bringt uns das nichts, weil wir ihm kein Leben abziehen. Und wir müssen uns gegen seine neuen Viecher, die er jetzt wieder aufs Feld ruft, weil mit neun Mana kann er fünf Viecher aufs Feld rufen, wenn er will. Er könnte sogar neun Viecher aufs Feld rufen, wenn das gehen würde. Wenn er alles nur einser Viecher hätte. So, klaut er wieder zwei Karten, ist ja sensationell. Und da ist der Schattenpriester, jawohl! Warum auch nicht? Heiligsblechle. Ihr könnt nicht fahren. Natürlich! Bloß keinen Schaden an seinem Leben machen. Okay. Zack, zack, draufballern. Es bringt mir nichts, obwohl er kann sich gerade nicht heilen, weil er Schattengestalt hat. Weil es ein Schattenmagier geworden ist. Jetzt wird er was Kleines spielen, um ein Geheimnis freizuräumen. Genau. Aber ist mir egal, ist das Ganze ordentlich. Ach, ja, direkt weg. Oh mein Gott. Ja, nochmal Zaubermacht drauf. Jawohl. Noch mehr? Nee, macht er nicht. Na, das bringt mir jetzt gar nichts. Wobei doch, das bringt mir was. Einmal so. Einmal so. Zug beenden, stärker werden. Aber andererseits bringt uns das auch nichts. Weil, natürlich. Aber ist ja eh. Also ist eh egal. Ja, jetzt hat er aber sich auch wieder Stimmt, der hat ja Zaubermacht, deswegen. Ja, am besten noch ein. Das bringt mir überhaupt nichts. Das bringt mir überhaupt nichts. Das bringt auch nichts. Verdammt. Ei, ei, ei.
Aber da haben wir wieder einen Spotter, mit dem wir ein bisschen was aufhalten können. Gut, die sind tot. Die sind tot. Oh, Entschuldigung. Oh, Nase. Oh, Mann, Mann. Oh. Oh, Gottes Willen, was geht denn hier ab? Ah, er verdoppelt nochmal sein Leben. Auch schön. Ach, ja. Ach, guck mal einen an. Juhu. Wir können was machen. Attacke. Ja. Das bringt mir nichts. Müssen wir erstmal ihn direkt angreifen. Ach scheiße, ich hätte seine Viecher angreifen können. Ich hätte seine Viecher angreifen können und sollen, vor allen Dingen. Jetzt gibt er mir einen Schattenschlag drauf oder er greift. Okay. Er pinkt ihn doch damit. Okay. Okay. Interessant. Das war übrigens unser stärkstes Monster. Und er lässt uns auch nicht angreifen, warum auch. Ach ja, jetzt so ein Ragnaros. Wieder. Boah, wolltest du mich verarschen? Wie viel hat er von dem Zeugs genommen? Da würde ich maximal zwei von... Oh, schön. Würde ich maximal zwei Stück von nehmen. So. Noch eine Runde gerettet. Oh. Ich liebe so Kämpfe, wo ich mich topdecken muss. Ja, sonst noch was? Irgendwelche anderen Wünsche noch? Irgendwas zum Einfrieren jetzt bitte? Das war es nicht ganz, aber naja. Das war es nicht ganz. Egal mit was... Ach ja, stimmt, das kann der Magier, der Priester ja auch noch. So viel zum Thema Overpowered. Also jeder, der was anderes behauptet, der gehört irgendwie in den Arsch getreten oder sonst was. Einfach lächerlich. Ach, guck mal, da können wir ja fast das Feld abräumen. Super, hat nichts gebracht. Und raus hier. Mann. Hat nicht sollen sein. Aber wir gucken mal, was noch im Booster drin ist. Wir müssen jetzt eine goldene Karte kriegen für Level 15. Jawohl, Arkane Intelligenz in Gold. Nur leider kann man die nicht entzaubern. Finde ich ein bisschen schade, weil dann würde ich mir nämlich noch ein anderes Viech, ein anderes legendäres erstellen, sobald ich wieder 1600 Arkanstaub habe. Zeige ich euch gleich auch mal eben. Okay, das sind schon mal 10. Mein Gott, gibt es auch Gold? Oh, es gibt Gold. Ich werde verrückt. 30. Reicht nicht. 15 fehlen dann noch. Ja, 15 fehlen noch, um eine weitere Runde zu machen. Wobei, wenn wir die nächste Runde machen, haben wir eh das Geld wieder zusammen. Und da ich morgen sowieso erstmal wieder ein bisschen was spiele... Oh, da haben wir was Seltenes. Sehr schön, dass wir die jetzt auch haben, den Sonnenläufer. Golden und gewöhnlich. Die sieht sehr, sehr fett aus. Für den Jäger. Aber sonst im Grunde nur Schiss drin. Die ist ganz gut. Der Rest ist schrottig. Was haben wir denn im Herstellungsmodus? Können wir... Drei Karten haben wir schon doppelt und dreifach. Ach, die haben wir jetzt auch zweimal, das ist ja cool. Was haben wir hier noch? Was war denn das für eine Karte, die wir da gekriegt haben? Hallo? Achso, das ist, stimmt, das ist hier der Tank, der. Übrigens, ich habe gestern, als ich für mich gespielt habe, ihn in einem Booster gezogen. Der war ganz geil. Nosdormu, so heißt er. Spieler haben nur jeweils 15 Sekunden für ihren Zug. Das heißt, wenn der auf dem Feld liegt, dann sieht man direkt von Anfang an des Zuges die Zündschnur laufen. Und so lange haben die Spieler nur Zeit zu aktivieren. Ist ganz cool, finde ich auch ganz gut, dass ich ihn drin hatte, weil jetzt haben wir ihn schon mal einmal und können dann beim nächsten Mal hoffentlich was anderes drin haben. Wobei, wenn wir ein zweites Mal drin haben, kann ich ihn entzaubern. Wobei, ich hätte natürlich ganz gerne... Wo haben wir sie? Da auch nicht. Sie hätte ich ganz gerne. Sylvanas Windläufer.
Weil die ist schon sehr geil. Vor allen Dingen, wenn ich das, die möchte ich die haben, bevor ich das nächste Spiel gegen Code Fireball spiele. Weil, wenn er dann nochmal mit seinem Drachen kommt, behalte ich die auf jeden Fall auf der Hand, um den Drachen mir zu mopsen. Und dann sieht's da schon wieder etwas besser aus. Gut, liebe Freunde, ich würde sagen, schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es den nächsten Arena-Durchgang gibt. Ich bin der Crazy Bane und bin für heute raus. Ciao.